Ich bin jetzt da. Mein Name ist Reverend Rebers. Ich bin der oberste geistliche Führer der Religionsgemeinschaft der schlesischen Bitoppen. Religionsstifter und Prophet in ein und derselben Person. Die Bitoppen sind eine Religionsgemeinschaft von Teilzeitmoslems, Gelegenheitsjuden und Freizeitchristen. Entstanden ist diese Religion vor vielen, vielen Jahren in Boblowitz, in Oberschlesien. Ich bin Schlesier. Ich bin Jungschlesier. Boblowitz, das liegt zwischen Holleschitz und Machowitz Richtung Dirchowitz-Wehowitz. Das ist praktisch augsburgisch-bulgarisches Jerenzgebiet. Von da weg sind die Bitoken. In der ersten Generation waren die Bitoken Muslime. Sie waren die unehelichen Kinder der Janitscharen. Wer waren die Janitscharen? Die Janitscharen waren. Sie waren die Eliteeinheiten der osmanischen Truppen, die damals vor Wien EU-Beitrittsverhandlungen geführt haben. Die Janitscharen sollten als Elitekämpfer keine Familien haben, aber Männer, oder? Das ist doch völlig klar. Das bietet sich doch an. So gab es viele uneheliche Kinder. Und da der Glauben in diesem Fall über den Vater übertragen wird, waren die ersten Bitoken muslimischen Glaubens. Der Österreicher in seiner Eigenschaft als Opfer hat diese alleinerziehenden Mütter und ihre Kinder schlicht behandelt, sodass sie sich auf den langen Marsch gemacht haben, nicht durch die Institutionen, sondern nach Ungarn, um Hilfe bei den Protestanten zu suchen, denn die Protestanten haben in dieser Zeit gemeinsam mit den Muslimen gegen die Katholiken gekämpft. Völlig zu Recht übrigens. Ich habe die Katholiken nie gemocht. Allein schon dieser dunkle Haaransatz direkt über den Augenbrauen. Ich weiß nicht, ob sie da noch mitmachen bei denen. Ich hätte Angst, dass ich einen drüber kriege wegen Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Bitte. RTL macht ja nicht mehr Bauer sucht Frau, sondern Priester sucht Ministrant, habe ich neulich gehört. Also, Obacht. Wer von euch im Glashaus sitzt, der sollte nicht mit Kokosnüssen schmeißen, wie ein altes afrikanisches Sprichwort. Aber auch der Protestant war nicht in der Lage, die alleinerziehende Mütter mit ihren Kindern zu bekämpfen. Also sind sie weitergezogen nach Schlesien. Und sie trafen in Boblowitz auf meine Verwandtschaft. Und dann begann die Integration. Am Anfang gab es auch noch Monotocken. Die haben gesagt, ach nö, 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 wir sind was Besonderes. Nö, 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 nö. Wir heiraten keine Bitoken. Ha, 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 ha. Nicht, die waren immer unter sich, die Monotocken. Das Problem erledigte sich dann durch Streptokokken und Gonokokken. Geblieben ist die bunte DNS der Bitoken. Weltberühmt ist die schlesische bitokische Küche. Denken wir nur einmal, Schweinsbraten-Rabbinerart. Oder Haxe-Kebab. Oder Schweinsnacken-Würster-Imam-Mok. Und für die besser Verdienenden das berühmte Kassler-Couscous. Ein Muss, das Kassler-Couscous. Weltberühmt auch die Gotteshäuser. Beispielsweise von Dirchowitz die Synarche. In Holleschitz die Kigoge. Und weltberühmt das wichtigste Heiligtum, der große Mompel von Boblowitz. Erbaut durch die türkische Architektin Sofia Hagia. Weithin sichtbar die Minarette in der Schweiz. Undenkbar. Und weil oben in den Minaretten, oder wie Herr Erdogan sagt, Bajonette, in den Minaretten oben drin ist wenig Raum für Kirchenglocken. Deswegen sitzen da Rabbiner drin, winken mit Palästinensertüchern und rufen Bimbam.
Die Bitocken bieten euch ein klerikales Rundum-Sorglos-Paket, all-inclusive aller relevanten Feiertage. Das geht los mit Yom Kippur, Laubhüttenfest, Al-Quds natürlich auch, das Opferfest. Wir haben Weihnachten, wir haben Pfingsten, wir haben den Karfreitag. Wir haben selbstverständlich 3 verschiedene Sonntage in der Woche. Das können nur wir. Das Freitagsgebet, den Schabbes und dann den christlichen Sonntag. 3 verschiedene, das heißt bei uns, es gibt nur 36 Arbeitstage. Deswegen, wenn Sie konvertieren wollen, sprechen Sie nicht mit Ihrem Arbeitgeber. Bitte tun Sie das nicht. Wir haben Religionsfreiheit. Natürlich haben wir auch den Ramadan, die Fastenzeit, wo Sie nur zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang Speis und Trank zu sich nehmen dürfen. Und für jene, die schwach im Glauben sind, und ich hoffe, das sind die meisten, bieten wir Busreisen nach Norwegen. Busreisen nach Nordnorwegen. Und da können Sie sich dann in der ewigen Dunkelheit kugelrund fassen. Im Einklang mit Koran und Allah. Dann gießen Sie sich eins auf die Lampe, auf das Ihnen der Heilige Geist erscheine, ganz im Sinne unserer geliebten Schwester Margot Kessmann, die da sprach. Guter Wein, mäßig genossen, kann auch in großen Mengen nicht schädlich sein. Halleluja! Halleluja! Lasst uns singen!